mit Peter Schäfer auf Orgeltour am Untermain, heute in der St. Pankratiuskirche in Klingenberg. Wir befinden uns in der St. Pankratiuskirche in Klingenberg. Die Pfarrkirche Klingenbergs wurde immer wieder angebaut und der letzte Umbau war 1891. Das war eine Zeit, wo Klingenberg sehr reich war, und zwar nicht durch den Wein, sondern durch den Tonabbau. Hier gab es bis vor einigen Jahren eine Tongrube und da wurde ein besonderer Ton hergestellt, den man brauchte für Keramik, für spezielle Keramiken und für Bleistiftminen. Und daraus wurde Klingenberg so reich, dass Klingenberg so um 1900 herum die reichste Stadt in Bayern war. Die Bürger brauchten keine Steuern zahlen, sondern im Gegenteil, sie bekamen jedes Jahr noch ein Bürgergeld. Und das hat natürlich dann hier schon das Selbstbewusstsein sehr gehoben. Und man hat damals hier die Kirche umgebaut, vergrößert und dann auch nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt, hat dann alles im neugotischen Stil ausgebaut, sehr kostbar alles. Und das teuerste Stück, was man sich angeschafft hat, war die Orgel. Die hat also schon so fast so viel gekostet wie alle Altäre zusammen. Wenn man die Barockorgeln hört, die klingen meistens sehr, sehr lebendig, sehr hell, sehr, sehr spritzig, haben also viele hohe Register, viele ja, so sehr helle Klangfarben. Und im 19. Jahrhundert hat sich das geändert. Man bevorzugte dann mit dem Aufkommen der Orchestermusik, der symphonischen Musik, bevorzugte dann man bei der Orgel auch Klänge, die mehr das Gefühl ansprechen. Also das waren dann Charakterstimmen und der Klang wurde insgesamt tiefer und weicher. Erbaut ist die Orgel von dem damals sehr bekannten Orgelbauer Schlimbach aus Würzburg. Die Firma war seit 1836 in Würzburg ansässig, kam aus Königshofen, existierte bis zum Ersten Weltkrieg. Also von den Schlimbach-Orgeln, die in der Diözese Würzburg erhalten sind, ist das eine der größten. Also hier und hier am Untermain sowieso die größte romantische Orgel, die wir noch haben. Und das Besondere an diesen romantischen Orgeln ist, dass in einer Registergruppe, zum Beispiel der 8 Fuß, das ist die Grundregisterlage, da gibt es ja nicht nur ein oder zwei Register, sondern ich glaube, hier sind das 12, die alle unterschiedlich klingen, also alle die gleiche Tonhöhe haben, aber von der Klangfarbe sich ganz leise verändern. Und so wie beim Orchester, da kommt eine Oboe, da kommt eine Klarinette dazu und da kommt eine Flöte drüber, da kommt noch eine Piccolo-Flöte drüber. Wir hören, das ist hier eine Hohlflöte. Bei diesen Orgeln, die bestechen durch die Verschmelzung des Klangs und durch dieses Changierende innerhalb der Klanggruppe.